Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier in Schwatzingen bei unserem Projekt Trufarming. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ein schönes Wochenende euch allen natürlich erstmal hier zum Samstagabend. Ja, genießt den Samstagabend. Vielleicht geht der ein oder andere ja noch ein bisschen, ist noch unterwegs von euch oder keine Ahnung. Schreibt gerne auch mal in die Kommentare, was ihr Schönes anstellt am Wochenende. Bei mir wird es etwas ruhiger werden. Fakt ist, am Morgen kommen auch 10 und 19 Uhr noch zwei Folgen für alle Trufarming-Fans. Und es sollte auch morgen theoretisch das erste Video mit Hannes kommen. Mit Landwirt in dem V, wo ich gewesen bin. Da sollte morgen das erste Video auf dem Kanal kommen. Deswegen Kuss für alle, die gerne mal reinschauen wollen. Ja. Wir sind wieder zurück in Schwatzing. Back to the Landhandel. To the Landhandel. Wie geil ist das? Habe ich das gesagt, hä? Ihr zwei Pappnasen. Psst. Bella. Bella. Psst. Sei mal leise. Bella, leise. Hä? Ja? Bella. Fred? Ach, so scheiß drauf, Mann. Ist ja wieder aufgewacht. Ganz ehrlich. So, schön, dass wir die Scheibe voll gesabbert. Kannst gleich Zewa drin holen. Ah. Hey, da ist eine Rotzfahne. Oh, na, ganz geil. So, früher Morgen, vertrag Kummer und Sorgen. Ich bin die ganze Nacht durchgefahren für euch. So, jetzt will ich erstmal Käffchen und Frühstück. Kaffee trinken. Ja, mach da Tür wieder zu, du Egomane. Mann. Oh, ich bin voll der Ego. Boah, das ist so ein... Ja, ich muss hier erstmal kacken, scheiß drauf. Hallo, lässt du mal die Tür auf? Well? Ja, komm, wir gehen einfach hoch in sein Zimmer. Nee, wir gehen einfach hoch ins Haus bei dem. Komm mit. Ah, das können wir machen. Bei Harry sind da in der Küche. Da ist abgeschlossen. Haha. Ha. Ich muss essen. Mach's Brett auf. Jetzt Kaffee trinken. Na, komm doch rein. Komm her, Chef. Sag mal. Was habt ihr denn? Ich zieh dir eine rein. Ich sag's dir, Junge. Du frisst gleich die Kaffeemaschine. Ja, warum Details? Ey, wer hat denn hier nicht gespült? Oh, ne, das ist Jupps Bude. So, Licht an. Wusste gar nicht, dass du so hübsch bist im Licht. So, Ich kotze in der Zuneigung. Boah, schön denn noch mit Mundgaul. Das liebe ich. So, ich muss aber. Ja, pass auf. Jetzt quatsch mal keinen Zahndocker. Jetzt macht man hier ein bisschen Frühstück und Kaffee. Ich muss jetzt erstmal. Ich muss jetzt erstmal hier fix einen Anruf machen, ja? Ich muss jetzt erstmal fix den Herrn Ziegel anrufen. Ja, Bella, mach mal Kaffee. So, Moment. Zapp, zippe, zupp, schnippe, schnupp und einmal anrufen. Einen Stern, der meinen Namen trägt. Ziegel, hallo. Herr Ziegel, ich grüße Sie. Ja, sagen Sie mal, wie ist das mit der Sitzung? Ist das heute? Bin ich da richtig im Termin? Ja. Sie haben sie doch richtig für heute einberaumt, ja. Ah ja, sehr gut, perfekt. Also, Gemeinderat, wann wollen wir es machen? 8.15? Würde mir gut passen. 8.15 ist eine gute Zeit. Das ist perfekt, dann mache ich mich direkt auf den Weg. Da schlöpfe ich noch fix einen Kaffee. Und wir haben ja Gott sei Dank in der Gemeinde einen kleinen Snack-Automan. Ja, ich hoffe, der ist gut gefüllt. Ist er immer. Dann komme ich jetzt runter. Passt perfekt, bis gleich. Jo, bis gleich. Kannst du den anderen zwei Bescheid sagen? Oder sind die schon in... Mache ich umgehend. Ich frage mal, ob sie den Termin noch auf dem Schirm haben oder wenn nicht, das sollen sie sich sputen. Ja, super. Danke dir. Mache ich. Gut, ciao. Bis gleich, ciao. So. Kann man das auch so machen? 3 für 2? Hat er das jetzt wirklich geschrieben, Bella? Da siehst du doch Haralds Verhandlungstalent, oder? Mal ganz ehrlich. Kann man das auch... Bei wem müssen noch Felder geerntet werden? Heute Aktion, ein Feld zum Preis von 2. Was schreibt Harald? Kann man es auch so machen? 3 für 2. Immer Harald fragen, der ist gerade am Pott. Das ist doch Verhandlungstalent schon wieder IQ 500%. Ja. Oh, was ist denn jetzt? Hallo? Ey. Oh Gott. Jetzt war ich aber kurz richtig erschrocken. Harald? Du hast wie ein Mädchen gegiekst. Scheiße ist der klein. Und da haust du immer so auf den Lolli. Scheiße. Der ist klein. Du siehst schon so aus, Junge. Ey, sag mal, hast du dir das im Kopf gerechnet, was du gerade geschrieben hast? Du hast schon verstanden, wie es mir, oder? Oh Mann. Na nee, das ist doch totaler Nonsens. Was ist denn daran schon wieder Nonsens? Jetzt geht doch mal weg. Ja, weil das doch viel teurer ist. Ja, hast du mal gelesen, was er geschrieben hat? Ein Feld zum Preis von 2? Ja,
Das hab ich so gar nicht gelesen, scheiße. Ach, na hallo, na. Ach, bist du eine Schau oder was, hä? Ja, deswegen hab ich das reingeschrieben, meine Fresse. Ja, ist ja in Ordnung, hast recht. Verdammt, ja, du hast auch mal recht, ich bin zur Gemeindesitzung, tschüss. Hä? Wieso, was, schon wieder? Ja, wichtige Entscheidung treffen. Warte, ich komme. Liegt in meinem Blut, wie, schon wieder? Du kommst schon wieder mit, du hast Gemeindeverbot. Ach so. Handtuch halt dich. Geh hallo, los. Du hast Gemeindeverbot. Ich sag dir, du kannst da hochlaufen wieder oder was auch immer. Du kannst gerne auch draußen warten. Oh, warte mal, der Herr recht. Oh, nee, ne, dann halt an der. Tank oh, der nee. Dann. Ja, warte, da geh ich abrechnen. Du musst jetzt mal ganz kurz überlegen, um was es heute ging alles, ey. Ich weiß gar nicht mehr so genau. Ich glaube, Monopole wollten wir sprechen. Herr Recht, grüße Sie. Upsala. Guten Tag, Herr Recht. Hallo, Herr Recht, ich grüße Sie. Hallo, Herr Recht, ich grüße Sie. Tag, Herr Recht, ich grüße Sie. Hallo, Herr Recht, ich grüße Sie. Ach ja, da ist er. Ja, und wie geht's Ihnen? Ganz gut, ganz gut. Ich habe nur gerade eben 210 Liter Diesel getankt. 210? Ja. 1600 bitte. Nein, das stimmt ja gar nicht. Vergrau nicht immer die Dings. 210 mal. 546, weil, komm, weil es der Bauhof ist, 500 glatt, ja? Okay. Alles klar. Gut. Überweise ich hier sofort. Jo, danke, ciao. Wiedersehen. Ach du Scheiße, ich hab noch eine übelst geile Idee. Muss nochmal Harald anrufen. Oh, jetzt geht da der Blinker an, das glaube ich fast nicht, oder? Was ist denn? Ey, ich hab noch eine übelst geile Idee. Hä? Was denn? Sag mal, wie kriegt man die? Kriegen wir Diesel nach Untergriesbach? Ja, warum? Na, da können wir doch, wir bauen in Untergriesbach eine Tankstelle und verkaufen da unseren Diesel auch noch, dann müssen die auch alle bei uns tanken. Wie geil ist das denn? Aber, ja, wie geil ist das denn? Dafür müssen wir aber auch unsere Dieselproduktion immer am Laufen halten, ne? Ja, wir haben echt immer mehr als genug Diesel am Start. Ja, ich guck mal nach. Guck mal, wie viel Diesel drin ist, aber es müsste eigentlich, ach scheiße, hier ist ja gesperrt. Wir haben aktuell 20.000 Liter Diesel nur noch drin. Ja, 20.000 Liter? Das ist doch okay. Ja, was reingeschmissen, okay. Weiter produziert. Hast du mal überlegt, bei der anderen Zeit, das ist schön ein bisschen dünner. Nö. Wir kaufen doch auch von den Bauern von Untergriesbach noch. Naja, was wir als erstes mal einkaufen sollten oder die Lager wieder füllen sollten, wären Raps oder Sonnenblumenchef. Für unsere Produktion bei der Dieselherstellung. Ja. Ich zieh mir erstmal eine Buchse an, ich guck dann erstmal auf die Felder raus. Ja, ich muss mal selber überlegen, was auf dem Zettel stand, ey. Gut, alles klar. Ich bin erstmal in der Gemeindesitzung. Hast du irgendwas? Ja, nee. Wie sieht's mit unserem Bauantrag aus? Für, was war das, Schaffarm? Ja. Schafe waren das. Kuh, ja, na klar, die Kuhweide hier oben weg und dann Schafe drauf oder Ziegen. Alles klar, frag ich. Okay, bring ich mit an, schlag ich mit vor. Gut. Ja, okay. Tschüss. Ciao. Moin, moin! Moin! Ah, herzlichen. Servus. Moin, Sie wollen ja nicht so einen Kack hier saufen, oder? Eine gute, wenigstens Zero Zucker. Wer ruft denn jetzt an? Ja, hallo? Ja, Miguel, Hildegard hier. Hildegard! Ich fass es nicht, ja, grüße dich. Hi, ich hätte nochmal ein kleines Anliegen. Und zwar bräuchte ich für einen Fritzelhof ein Front- und ein Heckmähwerk mit Schwartablage, wenn es geht, zum Ausleihen. Ja. Ja. Warte. Ganz kurz. Eine Sekunde. Warte mal, Hildegard. Was machst du hier für Bestellung für den Fritzelhof? Ich arbeite jetzt dort. Was? Seit heute. Ja. Du arbeitest jetzt am Fritzelhof? Ja. Wow. Krass. Ja gut, warum nicht, ne? Ja, ein bisschen meinen Sohn unterstützen. Ja, aber ich dachte echt, du bist froh, dass du den los hast. Nee, wirklich. Hätte ich jetzt so gedacht, ne? Mähwerk mit Schwartablage, sagst du? Genau, Front und Heck, bitte. Nehmen wir das Vicon, oder? Ja. Okay, warte. Einzig. Und dann brauchen wir noch das. Mit Schwart. Okay, steht beim Händler, kannst du abholen. Gut, dankeschön. Ja. Wir hören uns. Das hoffe ich doch. Will ja schließlich noch Geld irgendwann. Ach, ich bin aber auch wieder lustig heute. Es kann doch schief gehen jetzt bei der Gemeindesitzung. So, gut. Wollen wir uns oben? Es sind halt auch schon alle rum. Ja, ist ja geil, wie ich wieder stehen gelassen.
Eine Wutflasche. Was, was sind jetzt klemmt's oder was? Irgendwie will das Ding nicht. Hallo. Ja, ich sag euch immer. Hallo. Wow. Ich sag. Oh. Nicht so dolle dagegen. Der war teuer. Ich sag doch, Kaffee ist gesünder. Naja, Kaffee ist auf jeden Fall nicht schädlich. Vielleicht brauchst du mal einen Kamillentee. So. Gott, ey. Ich würde nicht für meinen eigenen Sohn arbeiten. Das ist eine Katastrophe. Wo ist denn Anton? Hä? Der steht schon hier drin. Hey, so, dann mach ich da. Dann mach ich mal das Türchen zu. Perfekto. Ja, dann moin moin erstmal. Herzlich willkommen zur Gemeindesitzung. Meine Lieben, wir müssen mal wieder ein paar Punkte besprechen und klären. Habt ihr erstmal was auf Tasche, auf Lager? Was wir jetzt wichtigerweise hier mal direkt abklären sollen? Nur eine persönliche Frage. Wem gehört denn... Kann man mal jetzt die Handys ausschalten? Moin Miguel, ich will hier deine Sachen zurückgeben. Ich habe aber keine Erlaubnis vom Schlag. Darf ich mich kurzzeitig in die... Ja, ja, darfst du. Aber was willst du zurückgeben? Den Grubber und den Flug. Warte mal. Ja. Grubber und Flug. Ja. Ruf ich dich dann nochmal kurz an, gib's erstmal zurück. Ja, alles klar. War ja noch nicht bezahlt, ne? Nee, nee, war noch nicht bezahlt, nein. Gut, alles klar. Jo, bis später. Hau rein, Jungen. Ciao. Gut, Entschuldigung. Telefon ist jetzt hoffentlich aus. Die Geschäfte laufen aber gut. Ja, ist euch eigentlich bekannt, wem dieser komische blaue Bentley gehört? Rolls-Royce? Ist bekannt, ja. Also der bei uns am Hof nämlich. Ja. Was? Und der schon seit 3 Tagen. Der gehört dem Enermax. Ach du Schande. Wow. Theoretisch gehört er in Enermax. Ich weiß nicht, ob sich da schon was geändert hat, aber theoretisch gehört er in Enermax. Nee, dann passt alles gut. Folgendes, und zwar ganz kurz auf den Plan. Wir haben ein bisschen was zu besprechen. Ja, auf jeden Fall. Genau, was habt ihr erstmal? Also ich habe mir ja rangeguckt, die Feldergrößen rauszufinden. Ja, sehr gut. Habe ich ja schon zugemeldet, also. Ja, genau. Okay, haben das alle Bewohner gekriegt? Normalerweise ja, die sollten sich bei mir dann nochmal melden, ob das alles so passt, wie es eingetragen war. Gut, dann würde ich sagen, wir machen eine Deadline, bis wann die ihre ihren Feldbestand anmelden sollen. Also, beziehungsweise ihren Bedarf. Wann, mit der Frist auf jeden Fall. Ja, was wollen wir machen? Bis nächste Woche Freitag? Schon nächste Woche oder lieber 2 Wochen Zeit geben? Ich würde 2 Wochen Zeit geben. Trotzdem, wir sind jetzt im Herbst an der Zeit. Ich meine, die haben jetzt, glaube ich, was anderes im Kopf, als irgendwelche Feldflächen zu errechnen oder Bedarfsflächen. Ich glaube auch, dass erstmal eine Stellvertreter wichtiger wäre als die Felder. Ja gut, aber das eine Thema ändert ja an dem anderen nichts. Das ist ja trotzdem, müssen wir da ja nachgehen, ob jetzt Stellvertreter oder nicht. Ja, ich sage es, die manche Bewohner im Dorf hier sind dann überfordert mit 2 Sachen gleichzeitig. Was hast du jetzt zugesagt? Aber, hä? Ja, wenn sie sich gleichzeitig Gedanken machen sollen, wer der Stellvertreter wird und die Feldgrößen. Ja, aber es gibt eine Wahl, die hören sich Konzepte an, wählen, fertig. Also das ist... Das ist für manchen zu viel. Ja, dann hat er Pech, das ist da ganz einfach. Die Wahl ist dann in 2 Wochen, ne? So wie ich das mit vernommen habe. Würde ich sagen, ja. Okay. Da würde ich aber auch ganz einfach, das passt ja gut zusammen, dass in 2 Wochen brauchen wir die Bestände erstmal nur. Die Bestände sagen ja erstmal noch gar nichts aus, da müssen wir uns ja eh nochmal zusammensetzen. Ja. So, also, welches Datum ist denn das? Habt ihr das zufällig mal gerade? Heute ab an wäre es der 24. Also Feldbedarf. Ja, 24. Am 24. Dass wir das auch so verkünden können. Ja, und die Wahlen waren am 21., wenn ich alles recht im Schirm habe auf der Agenda. Ach, die Wahlen. Ach so, ja, die Wahlen waren am 21., genau. Und hat sich da schon jemand gemeldet? Direkt bei mir auf jeden Fall nicht. Bei mir auch nichts. Hat sich eigentlich schon mal irgendeiner gemeldet wegen irgendwelchen Feldern? Ja, ich habe Ihnen gerade ins SML-Postfach vom Gemeinderat ein Schreiben vom Herrn Bär gesendet, der ziemlich, ich sag's mal, aufgewühlt ist bezüglich seinen Flächen. Er bewirtschaftet die natürlich
nach bestem Wissen und Gewissen und bodenschonend und so weiter, steht alles in dem Schreiben drin. Und beharrt natürlich auch drauf, dass er seine bestehenden Flächen auch wieder bekommt. Kann ich auch auf jeden Fall nachvollziehen. Aber wenn wir es natürlich bei jedem dann so durchziehen, dass er die eigenen Flächen, die er jetzt bereits gepachtet hat, dann wieder bekommt, dann war das Ganze ja für die Katze. Ja, ich würde das mal ganz kurz vorlesen. Sehr geehrter Gemeinderat, sehr geehrter Bürgermeister, ich möchte gerne die Fläche, die ich bewirtschafte, behalten, inklusive der Pachtflächen. Ich bewirtschafte seit einem längeren Zeitraum die Flächen 93 bis 98. Bei den Flächen habe ich sehr darauf geachtet, möglichst bodenschonend zu arbeiten. Ich habe immer die Nährstoffe, die ich dem Boden entzogen habe, durch zum Beispiel Mistkompost zurückgegeben und ich habe stets fluglos gearbeitet. Damit habe ich es geschafft, ein gutes Bodenleben zu entwickeln, was sich auch in den Erträgen auszahlt. Da würde ich diese Flächen gern behalten, um von meiner Arbeit der letzten Jahre weiterhin zu profitieren. Außerdem ist die Fläche einziges der Pachtfelder, die Fläche, um meinen Hof wirtschaftlich zu betreiben und auch für eine Grundversorgung des Landhandels zu sorgen, um für die Bedarfe der Landwirte in Schwatzingen mit Futter und Saatgut zu sorgen. Seit diesem, Alter, er mag ein bisschen Kommas, kann das sein? Seit diesem Jahr bewirtschafte ich noch die Felder 89, 90. Diese liegen sehr schwierig am Berg. Die Ernte ist noch nicht eingefahren. Da kann ich nicht beurteilen, ob sich die Bewirtschaftung für mich wirtschaftlich lohnt. Ich würde aber als Kompromiss für die Gemeinde diese Fläche bewirtschaften, falls sich kein anderer Interessent dafür findet. Um die Verbuschung und Verunkrautung zu vermeiden. Ah ja, diese würde ich aber nur tun, wenn mir die oben genannten Pachtflächen zugesprochen werden. Wow. Ich erhebe keinen Anspruch auf weitere Pachtflächen. Okay, dann haben wir aber doch schon mal das erste, da ist doch schon mal das erste da, oder? Richtig, richtig. Das ist doch schon mal eine Hausnummer, schon mal eine Aussage. Eben. Ja. Und ist auch relativ human aufgrund der Menge, ne? Ja, finde ich auch. Absolut, genau. Ich kann euch so viel sagen, dass wahrscheinlich, wir sind noch drüber, aber beim Landhandel wahrscheinlich keine bis ganz wenig Antrag für Pachtfläche kommt. Okay, haben sie alle schon käuflich erworben? Ah ja. Das Lachen sagt alles. Das verstehe ich jetzt nicht. Also, Herr Ziegel, was Sie da meinen jetzt, also. Also, Herr Manus, ich kenne Sie jetzt auch schon ein paar Jahre. Sie Ach, sind ja? dann auch schon ein stauer Fuchs, was das betrifft, ja. Das nehme ich gerne zur Kenntnis. So, auf jeden Fall, da müssen wir mal schauen. Was wir auf jeden Fall, ist tatsächlich in der Gemeinderatssitzung, würde ich auch nochmal zwei Sachen vom Landhandel gerne durchsprechen und mal eure Meinung dazu hören. Und zwar, das erste wäre, es wurde angeregt, dass natürlich wir sind ja ganz nördlich gelegen mit dem Landhandel, haben dort die Tankstelle, bei der aktuell ja alle tanken kommen. Und früher war es so gewesen, dass wir einen zweiten Tankstellenstandort beim Herrn Schlag hatten, als die Spedition noch ganz im Südosten im Osten war. So, jetzt ist das aber umgezogen alles und das gibt es auch nicht mehr. Und wir würden eigentlich ganz gerne beim Herrn Bär eine zweite Tankmöglichkeit errichten, wo die Bürger tanken können und das eben nicht immer durch ganz Schwatzing gefahren werden muss. Also dann nur noch per kurze Nachricht dann was wir getankt haben. Genau. Der Herr Bär hat das selber angeregt. Ich habe ihm dann vorgeschlagen, ja gut, warum nicht bei dir, wenn du Platz hast, wenn du sagst, das wäre okay. Hat er auch eingewilligt, hat er gesagt, das würde er machen. Er möchte nur nicht keine Arbeit damit haben. Ich sage nein. Also es würde dann eine Tankstelle bei ihm auf dem Grundstück stehen. Die würde von uns beliefert werden, sodass dort auch immer Diesel vorhanden ist und dann können die Bürger dort tanken. Kurze Nachricht in die Wurz Farm und die Sache wäre gegessen. Wäre eigentlich ziemlich problemlos, denke ich. Macht auf jeden Fall Sinn, ne? Für die Bürger weiter unten, auch für den Ehrlichhof, ne? Ja. Ich würde sagen, bei mir sind die am südlichsten. Ja. Das klingt vernünftig eigentlich, ja. Genau, also dann, gerade ihr habt es ja dann auch nicht mehr so weit. Genau, ansonsten ist der Herr Metzger jetzt aktuell, der Herr Metzger hat ein Grundstück erworben, felderlos, also ein reines Grundstück und zwar, das hat er jetzt erstmal von der Stadt gestellt bekommen, die 52, weil der hatte schon öfters jetzt angefragt, wenn es da jetzt Probleme gibt, können wir das gerne rückgängig machen, das wäre kein Problem, aber der sagt halt, er braucht was, wo er sich eine Halle bauen lassen kann. Und ein bisschen was machen kann, wo er seine Sachen unterbringt, gerade auch für seine Firma, die er hat und ja, wo er sich ein bisschen niederlassen kann.
Der Metzger war der Tierarzt, oder? Genau, der Tierarzt, der hat aber auch okay. diese Reinigungsfirma. Läuft das teilweise auch über die Stadt Schwarzingen oder ist das ein eigenständiger Tierarzt dann? Also alles? Eigenständig. Meines Wissens eigenständig, ja. Können das sich hier unten einmieten beim alten also beim Gemeindegebäude unten, wo immer die Streufahrzeuge stehen? Da sind ja zig Hallen, wo teilweise wirklich leer und unbenutzt sind. Das wäre natürlich auch eine Idee. Beim Holzstamm da unten, günstiger ne? kommen, oder? Ja, und was mir da gerade einfällt, ich glaube, das ist auch eine Tankstelle. Also so ein Fass, was man befüllen kann. Ehrlich? Ich glaube ja. Irgendwo hinter diesem Container, Bürocontainer, wo mir der Freezer mal die Socken versprochen hat und nie eingelöst hat. Das prüfen wir. Da unten war das ja. Das prüfen wir. Weil also dann wäre das ja... der Landl ja Kosten sparen. Genau, das prüfen wir. Wenn es Fass schon gibt, ja. Dann wird man das in Betracht ziehen. Genau, das also ist nur so eine Idee, weil ich halt immer, was jetzt Winterdienst betrifft, immer noch unten die Fahrzeuge ausgehändigt habe. Ja. Und es steht wirklich den ganzen Sommer drei Hallen leer und das nur zwei sind verwendet. Da hast du recht. Da wär ich das in der Metzger mal vorschlagen. Die andere Seite ist, es kann natürlich sein, dass er trotzdem für sich ein Privatgrundstück sucht. Ja gut, alles ist jetzt nur eine vorschlagende Idee, wo er gleich wirklich seine Sachen unterstellen könnte, ja. vorübergehend oder auf Dauer, wie er möchte. Mhm. Aber wäre meine Idee dazu. Das schlage ich ihm vor, dass wir ihm da vielleicht eine sehr, 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 sehr günstige Miete machen, dass es halt wenigstens genutzt wird, ein bisschen bewirtschaftet da unten. Ja klar, ne? Ja. Da kann man vielleicht auch so, dass er sich vielleicht eventuell Richtung Erhaltung oder irgendwas zusätzlich zum Bauhof von den Gebäuden da unten ein bisschen beteiligt, dann kann man ja immer noch sagen, ey, lassen wir es in der Miete nach in der Richtung und dafür darf er es dann teilweise benutzen, wenn er halt ein bisschen, was ich mal ein bisschen streicht oder mal, also wenn die Augen offen hält, ne, dass da so als kleiner Wach Hund in Anführungsstrichen. Ja, ja. Das ist eine gute Idee. Tatsächlich, ja. Ansonsten hätten wir noch einen Antrag vom Landhandel. Und zwar, wir würden oben, gab es mal die Rinderwiese. Wer jetzt nicht weiß, wo die ist neben Feld 24, rechts daneben. Mhm. Da ist so eine Rinderwiese. Das Grundstück ist auch in unserem Besitz, aber wir würden dort gerne Schafe halten. Also statt Rinder dann einfach Schafe. Ja, also Rinder haben wir ja auch keine, muss ich auch dazu sagen. So. Also dort, nee, das ist ungenutzt aktuell. Ah, okay. Also ich muss ja auch mit Harald nochmal reden. Ich weiß jetzt nicht genau, der Schafe waren es, glaube ich. Bin mir jetzt nicht so sicher. Der wollte da irgendwas Kleines so für sich und mit Landhandel und naja. Naja, okay. Ja. Was habt ihr noch? Erklären Sie das doch mal, dann können wir das Ganze ja dann irgendwie, dann kann es ja der Bauhof irgendwie dann umändern. Genau. Ich sag's mal, aber ich meine, Schaf braucht natürlich eine andere Stallung wie ein Rind. Klar, ja. Und dementsprechend ist ja auf jeden Fall machbar. Die Fläche ist ja schon als Nutztierhaltung ausgewiesen, da dürfte ja keine Probleme geben. Das auf jeden Fall. Und eine Umnutzung oder Nutzungsänderung dann halt eben auf Schafe. Genau. Was bei mir angekommen ist, der Herr Friese hat sich ganz, ganz grob beschwert bezüglich den Monopolstellungen, dass ich das angebracht habe und dann, da war hier Polen offen, in Anführungsstrichen. Der hat sich auch wegen einer anderen beschwert. Also der hat sich auch beschwert wegen diesen Feldern damals. Das war eine Katastrophe. Ja, da hat er uns ja persönlich angerufen und gefragt, was das soll. Völlig. Ein bisschen Terror gemacht am Telefon. Das ist absolut, also, naja. Also mich würde es da wirklich interessieren, wie ihr drei das jetzt so seht mit den Monopolstellungen, ob ihr da eher dran Bestand haben möchtet oder ob man die da trotzdem wirklich mal in Anführungsstrichen abschaffen, damit ein freier Markt eben wieder entsteht, damit jeder mit jedem handeln kann. Also, oder ob ihr wirklich jemand drauf besteht, dass das so ist und so bleibt. Ja, also ich würde für die Monopolstellung tatsächlich vielleicht nochmal eine separate Sitzung machen, weil das würde den Rahmen jetzt sprengen. Das ist ein schwieriges Thema. Ja, das ist tatsächlich, weil ich glaube, dass da auch ein paar Rahmenbedingungen mit dran sein sollen, weil ansonsten gibt es ja Mord und Totschlag. Das ist echt übel. Ja. Nee, gut, und dann war das jetzt alles, was bei mir auf der Agenda ist, haben wir jetzt auf jeden Fall angesprochen. Okay, was hast du noch? Christel oder Emily, habt ihr noch was? Ich habe jetzt eigentlich gerade gar nichts mehr. Okay, ich super. Ich bräuchte dann bloß dich persönlich privat dann mal kurz unter vier Augen nachher. Okay, kein Problem. Don, mir wäre es recht, wir haben vom Landhandel, hat jetzt nichts mit der Gemeinderatssitzung zu tun, aber wir haben vom Landhandel eine Partnerschaft gemacht mit Untergriesbach, dem Herrn Hare und dem Herrn Schmidt, glaube ich, war das. Ja, sind mir beide bekannt. Genau, die arbeiten auch an einem Hof.
Die werden ab sofort für uns die Vermarktung der Landhandelprodukte in Untergriesbach machen. Aha, okay, sehr gut. Das heißt, wir werden immer einen Grundbedarf an Dünger, an Saatgut und so weiter, dass das einfach entkompliziert wird. Ja, ja, das ist ein großer Fortschritt auf jeden Fall. Genau, werden wir nach Untergriesbach liefern, das wird dort eingelagert und die zwei sind die Ansprechpartner und die zwei haben auch volle Befugnis über die Lagerbestände und können dort verkaufen. Also die Bauern können sich bei denen melden und können dann alles dort von denen holen. Wichtig wäre nur, dass wir das in Untergriesbach verkünden, dass das alle wissen. Ich wollte gerade sagen, dafür setze ich ein Rundschreiben auf in Wochenblatt. Ja. Und gibt es da in Untergriesbach bekannt, dass es ab sofort dann über den Landhandel läuft mit den zwei Personen aus dem Haarehof. Jawohl. Und dann geht es alles in Gang. Genau, perfekt. Das wurde aber mal Zeit. Also freut mich wirklich, dass das so ist, dass das jetzt auch der Landhandel Fuß gefunden hat in Untergriesbach. Dann ist wirklich aufstrebend Untergriesbach. Genau, und wie gesagt, also wir haben, war ein bisschen wegen Verhandlungen und so hat sich das ein bisschen hingezogen, aber wir sind uns einig, alles per Handschlag besiegelt. Und das ist jetzt, wie es ist. Und vielleicht können wir ja den einen oder anderen Bauern jetzt noch nach Untergriesbach locken. Wir schauen mal. Ja, natürlich. Also mittlerweile nimmt es Formen an in Untergriesbach. Sehr schön. Es siedeln sich ja neue Landwirte an. Der Herr Driver hat jetzt auch schon einen Hof bezogen. Oh, super. Und dementsprechend, also ich sag's mal, wenn die Ende Saison jetzt rum ist, was jetzt in Untergriesbach ja auch ansteht, und der Winter, über den Winter werden sie sich dann alle so ein bisschen ausbreiten und dann geht es im Frühjahr auf jeden Fall mit voller Kraft dann wieder voraus in die neue Saison. Jawohl, so wird's. Ja, passt. Perfekto, super, dann würde ich das Ganze hier schließen und danke, dass ihr da wart. Ja, sehr gerne, immer wieder. Super, freut mich. Sehr cool. Und Emily, wir quatschen gleich. Ich warte unten im Auto. Ja. Alles klar. Guti, tschüss an den Rest. Ciao. Super, so, da kommt mal wieder einige Sachen klären. Es ist natürlich mit den Gemeindesitzungen, schreibt mal ehrlich in die Kommentare, wie ihr das findet. Sollen wir die Gemeindesitzung so machen? Sollen wir sowas offscreen besprechen? Also das wäre wirklich mal wichtig. Sollen wir sowas vielleicht also offscreen besprechen und euch einfach nur das Ergebnis mitteilen? Oder sollen wir zum Beispiel... sollen wir das so beibehalten? Ich finde es halt immer super interessant, weil es halt man einen Einblick kriegt in die wichtigen Sachen, die halt so geklärt werden müssen hier und die Aufgaben, die man eben so hat. Für mich ist das ja auch ein bisschen Neuland, aber irgendwie cool, wenn man halt was bewegen kann und dann auch was verändern kann und da mitwirken kann, finde ich immer. Aber schreibt es wirklich mal in die Kommentare. Würde mich echt interessieren, wie eure Meinung ist, weil es ist natürlich viel einfach nur dastehen und reden, ne? Das ist klar. Gut, aber wir sind erstmal raus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst das Däumchen da. Schaut bei Physi vorbei. Bis dahin, ciao.